Ja, der Herbst ist da, der Winter naht und somit ist die kalte Zeit angebrochen. Und was mache ich jetzt genau? Ich bereite die Fahrräder vor, damit ich auch im Herbst und im Winter dann gut durch die Straßen komme. Und dafür habe ich mir was Cooles zugelegt. Ivi! Ja, ihr seht schon, das sind einige Sachen und die werden wir jetzt mal nach und nach durchgehen, was da jetzt alles so drankommt an den Fahrrädern. Aber als erstes zeige ich euch mal, welche Fahrräder ich jetzt dafür nehmen werde. Ja, die Fahrräder sind unsere Fully Mountain Bikes und ich habe hier einmal das Puluma PH01 in der Farbe Blau und dazu noch genau das gleiche Fahrrad in der Farbe Rot. Und wie ihr seht, die Fahrräder sind schön sportlich, alles cool, aber was fehlt, ist einfach Platz bzw. Befestigungsmöglichkeiten, um hier Gepäck reinzubringen. So, und ich fange jetzt einfach mal an. Ich bringe schon mal die ersten Taschen an und das sind hier die Lenkertaschen bzw. wer das anders verbauen will, kann das auch anders verbauen. Ja, wir haben hier einmal die Möglichkeit, natürlich hier vorne am Lenker ranzumachen. Dann, wer es auch noch gerne hätte, hier unter dem Rahmen oder einfach hier unter dem Sattel. Aber in meinem Fall, ich werde es jetzt an den Lenker ranmachen und den Anfang macht hier das rote Fahrrad. Ja, und die gleiche Tasche soll natürlich auch an dem blauen Fahrrad ran. Übrigens, das ist Ivis Fahrrad. Sie bekommt die gleichen Komponenten. Und um die Sache hier abzukürzen, schmeiße ich es einfach nur drauf. Ja, und da ist es auch schon dran. Und das Ganze soll ja natürlich auch herbst- und wintertauglich sein. Deswegen sind die Taschen hier wasserabweisend. Ja, und zusätzlich haben wir hier auch nochmal die Möglichkeit, mit so einem Cover einfach die Taschen nochmal komplett gegen Wasser zu schützen. Ja, als nächstes kommen hier die Satteltaschen dran und wie ihr seht, habe ich hier kein Schutzblech dran und hier können wir das jetzt einfach ranmontieren, also das heißt unter dem Sattel und das Coole ist jetzt noch an der Tasche, die fungiert natürlich auch gleichzeitig noch als Schutzblech. Ja, und auch hier wieder, das blaue Fahrrad kriegt es natürlich auch und wieder die Schnellfassung. So, die Tasche ist hier auch dran und wie ihr seht, wir haben jetzt jede Menge Stauraum noch zur Verfügung. Die Tasche sitzt schön fest, kann man hier alles nochmal schön anziehen. Dann haben wir hier genug Platz, um alles reinzulegen, was man so haben will. Das Ganze schnürt man hier einfach so zu, je nachdem wie voll das Ganze ist, klipst es zu. Und zusätzlich haben wir hier oben auch noch die Möglichkeit, das Ganze nochmal ordentlich festzumachen. Das Gute jetzt bei der Tasche ist, die ist komplett wasserdicht. Also das heißt, die hat hier noch so einen Innenfutter und damit geht natürlich gar kein Wasser rein. Ich würde sagen, perfekt für die kalten Regentage. Dann bleibt hier auf jeden Fall alles schön trocken. Ja, ich selbst fahre den kompletten Winter mit dem Fahrrad zur Arbeit. Das heißt, ich starte morgens um 3:30 Uhr los. Und wenn es Herbst ist oder Winter, dann ist es natürlich sehr, sehr kalt und darunter leidet natürlich auch der Akku. Wenn der Akku kalt wird, dann entlädt er sich natürlich auch schneller und ich merke das immer wieder. Also im Winter gehen mir mindestens 5 bis 10 Kilometer dadurch verloren, nur allein durch die Kälte. Ja, deshalb habe ich mir jetzt hier so einen Akkuschutz geholt. Der ist einfach hier mit Klettverschluss und der wird hier so drüber gelegt. Wir haben hier natürlich noch so eine Möglichkeit, so eine Tasche, da können wir noch was reintun. Und wie in meinem Fall habe ich hier auch noch die Federung und dafür haben wir hier nochmal die extra Aussparung. Ja, und es kommt jetzt rein. Ja, und auch hier muss der schöne Puluma-Schriftzug weichen und da kommt genau dasselbe ran. Ja, so die Bikes sind jetzt fertig
Und was haben wir jetzt dort hier genau dran gemacht? Wir haben hier einmal die Lenkertasche, die ist wasserabweisend und mit dem Schutz nochmal komplett wasserdicht. Dann haben wir hier unseren Akkuschutz. Gegen die Kälte wird er jetzt dort nochmal geschützt. Genauso gegen Kratzer und gegen Verschmutzung. Dann haben wir hier auch noch unsere komplette wasserdichte Satteltasche. Und die schützt jetzt eigentlich auch nochmal zusätzlich oder fungiert nochmal als Schutzblech. Also hier spritzt jetzt erstmal im Herbst und im Winter auch nichts mehr hoch. Ja, die Fahrräder, die sind jetzt soweit geschützt, aber wie ihr seht, ich kann natürlich so nicht fahren. Wenn es nachher regnet, muss ich auch irgendwie geschützt sein. Und dafür habe ich mir noch etwas geholt. Und zwar habe ich hier noch einen Regenanzug bzw. eine Regenkombi und die ziehe ich jetzt erstmal an. So, der Regenanzug ist an. Und was haben wir hier jetzt genau? Also wir haben hier einen Regenanzug, der ist natürlich wasserdicht. Und ich benutze den jetzt zum Beispiel auch beim Motorradfahren. Und ich habe ihn mir jetzt in einer Nummer größer geholt, weil beim Motorradfahren habe ich zum Beispiel die Textilkombi drunter, da will Platz sein. Und beim Fahrradfahren habe ich meine Protektoren drunter. Deswegen einfach eine Nummer größer, dann seid ihr da auch auf der sicheren Seite. Bei der Jacke haben wir hinten noch eine Kapuze drin, da passt auch noch der Helm rein. Dann können wir hier überall mit Klettverschluss das anpassen, wie wir wollen. Und bei der Hose haben wir hier einmal die Verbreiterung bei dem Schuh. Einfach aufklipsen, dann komme ich auch mit dem Schuh rein in die Hose und auch wieder raus. Ja, und wer schon gesehen hat, hier haben wir ein bisschen eine breitere Naht. Das ist ganz einfach, wenn wir Fahrrad fahren oder Motorrad fahren, müssen wir irgendwie drüber kommen und da brauchen wir auch Platz beim Fahrradfahren, natürlich auch beim Treten. Und deswegen ist es hier nochmal ein bisschen besser weiter ausgeschnitten, haben jetzt die seltenen Hosen. Deswegen habe ich genau danach geguckt, dass ich sowas bekomme, dass ich einfach während dem Treten keine Probleme habe. Ja, jetzt bin natürlich nicht nur ich unterwegs, sondern genauso die Ivy auch. Und die hole ich jetzt mal dazu, dann zeigen wir sie auch in ihrem Regenkombi. Ivy, komm mal rein! So, Ivy ist da. Ihr Fahrer war das Blaue, das ist auch gerichtet. Meins ist fertig und jetzt seht ihr Ivy auch noch in dem Regenanzug. Und Baby Paul ist auch da. Hallo, der braucht keinen Regenanzug. Der nicht, genau. Und ihr seht schon, bei ihr haben wir fast das gleiche Modell. Da es jetzt natürlich nicht regnet und ich gleich mal eine Runde fahren will, schicke ich dich wieder rein. Du spielst noch ein bisschen mit Baby Paul. Ich packe gleich das Fahrrad und dann sehen wir uns draußen. So, Fahrrad ist bereit. Ich bin umgezogen, bin auch bereit. Und dann würde ich sagen, fahren wir jetzt einfach mal los und dann schauen wir mal, wie sich die Sachen hier so schlagen. Ja, und wir starten jetzt hier gleich mal bei meiner Hausstrecke. Also ihr seht schon, das macht auf jeden Fall Laune. Hier kann man schön mit dem Mountainbike bisschen hier durch die Wälder fahren, ist ein extra angelegter Weg, nur für uns. Also macht auf jeden Fall schon mal richtig Laune. Und den fahren wir jetzt mal so ein bisschen ab hier. So, die Tasche vorne, die hält sich schon mal gut. Also habe ich jetzt aber auch nichts anderes erwartet. Ja, die ist mit 3 Punkten festgemacht. Die sitzt schon mal bombenfest. Der Rest auch. Ah ja, das passt schon mal. Dann können wir jetzt einfach auch mal ein bisschen hier die Tour ein bisschen loslegen und gucken, was so geht. Ja, das ganze Equipment bzw. die Taschen, das ist jetzt klar. Die habe ich jetzt nur für Touren drauf. Also wenn ich jetzt meine Tagestouren mache oder mal so halt einfach Wochenendtouren machen, dann sind die cool. Wenn ich natürlich jetzt mit dem im Extremgelände bin oder auf einer schönen Bikerstrecke, dann kann ich die einfach schnell lösen und dann mache ich die auch ab. Ja, den hinteren auf jeden Fall, den vorderen könnte ich mir sogar auch vorstellen, dass der einfach dranbleiben kann. Also wenn ich jetzt hier so ein bisschen Downhill fahre, ich glaube, das macht den Taschen sogar nicht mal etwas aus. Das müsste ich mal noch testen.
Ja, aber fürs Erste ist das schon mal eine coole Sache. Mir gefällt schon mal richtig gut. Und ja, das macht auf jeden Fall Laune. Das Fahrrad hat jetzt so einen kleinen Upgrade bekommen. Und ich war positiv überrascht. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass da die Sportlichkeit so ein bisschen drunter leidet unter den Taschen. Aber finde ich jetzt gar nicht mal. Ja, wenn wir uns das jetzt hier mal anschauen. Also ich finde, es sieht immer noch richtig sportlich aus. Ja, also ich finde, dem Fahrrad tut es eigentlich noch eher ganz gut. Ich mag das so jetzt mit den ganzen Taschen. Ja, also ich könnte jetzt nicht sagen, dass das jetzt weniger sportlich aussieht. Ja, das macht auf jeden Fall Laune, gerade wieder schön zu fahren. Fühle mich wohl, habe jetzt ein bisschen mehr Stauraum. Kann jetzt alles so mitnehmen, finde ich schon mal sehr cool. Ich habe mir hier vorne auch jetzt noch meine Sachen reingetan, die ich jetzt auch noch so unterwegs eigentlich immer in den Taschen irgendwie verstaue, was mich eh schon eine Zeit lang mega genervt hat. Und so finde ich es eigentlich schon eine gute Lösung. Dann genauso dasselbe mit der Regenkombi. Ja, normalerweise habe ich die bei meinem anderen Fahrrad, wenn ich immer zur Arbeit fahre, immer in so einer, immer im Rucksack drin gehabt und ja, auf Dauer immer mit dem Rucksack, mit dem Schweren, das macht auch nicht so viel Laune. Deswegen finde ich jetzt die Lösung schon mal ganz gut. Ja, größer sollten die Taschen jetzt eigentlich auch nicht mehr sein, weil sonst sieht das schon mehr dann nach Tourenrad aus. Und genau, das möchte ich jetzt auch nicht. Soll schon noch seine Sportlichkeit beibehalten. Ja, und ich finde, das ist eigentlich ganz gut gelungen. Ja, also mir gefällt das schon mal ganz gut. Müsste jetzt auch noch mal anschauen, wie es aussieht, wenn es komplett regnet. Aber es wird auch nicht mehr dauern. Also nicht mehr lange dauern, weil der Herbst ist schon da. Und ich denke mal, die Regentage, die fangen jetzt dort auch bald schon an. So, jetzt gibt es schon die erste Pause. Und ich fand es gerade so geil, weil ich bin jetzt hier mitten im Wald. Hier ist der Weg. Und jetzt bin ich mal kurz so abseits rein, weil es sieht einfach so unglaublich schön gerade aus. Also hier im Schwarzwald einfach der Hammer. Ja, und jetzt zeige ich euch nochmal zum Abschluss schnell das Fahrrad mit den Taschen. Und dann könnt ihr mal selber entscheiden, ob das geil aussieht oder nicht. Ja, schauen wir uns mal hier das Fahrrad an. Also ich finde gerade die Atmosphäre richtig toll. Man hört hier gar nichts, kein Mensch ist da. Und ja, ich finde, es macht sich wirklich super. Also ich denke mal, stylmäßig sieht das echt noch super gut aus. Ja, schaut euch hier mal das an, die Perspektive. Also ich denke mal so, geiler geht's echt nicht. Und das, obwohl man Taschen drauf hat. Also das gefällt mir schon gut. Hier genauso, das ist schwarz, weil drunter war es ja auch schon schwarz hier für den Akku. Also das sieht schon richtig, richtig toll aus. Und hier könnt ihr eigentlich auch mal schreiben, wie findet ihr das Fahrrad? Also gefällt es euch genauso gut wie mir? Also ich hoffe mal schon. Und ja, sieht doch echt, also ich weiß nicht, ich feiere das halt jetzt gerade richtig. Mir gefällt es. Ich werde jetzt auch noch gleich ein paar Fotos noch schießen. Ja, schaut euch das an. Cool. Ja, wie immer mache ich euch jetzt auch noch natürlich die ganzen Links rein, wenn euch das interessiert. Gerade so, wie viel Volumen haben die, was können die ganzen Sachen. Also die Links findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Schaut da gerne mal rein. Fahrrad genauso mache ich euch auch wieder in die Videobeschreibung. Auch bei dem Fahrrad nicht vergessen, Facebook-Gruppe beizutreten. Findet ihr auch alles in der Videobeschreibung. Ja, und ich denke, wir kommen jetzt so langsam zum Schluss. Der Herbst kann jetzt beginnen. Und ja, ich denke mal, ich bin gut gerüstet jetzt. Mal schauen, was da noch so kommt, ob ich mir da noch ein paar Sachen zulegen werde jetzt für den Herbst, weil es ist schon Regen angekündigt, also die komplette nächste Woche soll es nur noch regnen, aber ich will natürlich auch noch weiter Fahrrad fahren, deswegen mal gucken, wie es weitergeht. So, das war's. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen weiter die Runden drehen durch den Wald, ganz gemütlich, und dann sage ich ciao, bis zum nächsten Video und macht's gut.